Und jetzt hat Louis 11. Alter, Cinderella Louis ist OP. Ohne Scheiße, ist die super OP. Alright, Leute, willkommen zurück zu Animation Frodo. Und ich habe mal wieder ein bisschen Fortschritt gemacht. Nichts Krasses eigentlich. Kombos erforscht. Ich habe mein Deck aufgeräumt. Bin fast Level 7 in Arena 6. Und ohne Scheiße, ich bin hier in der letzten Folge Arena 6 geworden, ne? Und das ist knackenscharf schwer geworden. Ohne Scheiß. Es hat einen richtigen Sprung gemacht, weil die Gegner jetzt alle eine Anfangskarte setzen. Die nennt sich dann immer XY-Verteidigung. Bams, da kommt Rogers Verteidigung zum Beispiel, ne? Und die hat einfach super viel HP, hält echt viel aus, lange. Und du musst versuchen durchzukommen, während der natürlich weitere Karten setzt. Und das ist echt schwierig. Auch wenn es jetzt nur Bots sind, ist es jetzt echt nichts, was man unterschätzen sollte. Allein schon Hayley, guck mal, wie viel Damage die macht. Das ist knackend schwer geworden. Machen wir mal gucken. Ein paar Matches konnte ich gewinnen, aber ich habe jetzt echt schon ein paar verloren. Und Haus hoch verloren vor allen Dingen, ne? Sollte auch nicht so schwer. Ich kann hier nichts kombinieren. Doch, Luan und Dingens. Mal gucken, ob das so hilfreich ist. Ich habe jetzt hier Luise hieß sie, ne? Hieß die Luis? Ja, die hieß Luis. Reingenommen, weil ich viele Bob's Burger der Karten im Deck habe. Und dadurch kann die halt meine Einheiten boosten. Eigentlich nicht. Die hat Fähigkeiten, die das nicht boosten. Denn boah, aber die Hayley macht jetzt so viel Damage. Guckt euch das an. Achter Damage. Die muss weg. Die muss weg. Und die hat noch 2 HP über und die heilt sich auch noch. Shit, ey. Ich muss irgendwas aussetzen, was 8 Damage aufhält und ich habe nichts. Ich hab nichts, was 8 Damage auffällt. Come on. Yes, Professor. Er hat's geschafft. Und die anderen Karten sind auch nicht gerade. Was haben wir hier? Mass? Wir machen hier Günther. Günther, der sprechende Affe. So, zack, zack, zack. Okay, ich glaube, ich habe seine Defense durchbrochen. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Braumeister Teddy noch. Extra viel Damage. Bums. Bombs, Bombs. Okay, wir haben seine Defense gebrochen. Wie gesagt, super schwierig geworden. Mit den Verteidigungskarten ändert sich jetzt das Gameplay in der Arena total. Und ich sehe auch jetzt, dass er fusionierte Karten hat, ne? Der hat diese Ecke da. Wenn er diese Ecke da hat, dann hat er fusionierte Karten. Die sind auch mal kräftiger als meine. Kein Wunder, dass er so schwierig geworden ist. Auf jeden Fall Arena 6 übel schwer geworden. hat ziemlich einen großen Sprung gemacht, was Schwierigkeitsgrad angeht. So, gib mir ein bisschen Gold. Nice. Ah ja, ich habe genug Geld für ein schönes Pack-Opening, was wir gleich aufmachen werden. Lass uns erstmal ein paar Arena-Kämpfe machen. Doma Arigato, Mr. Rob Pupso. Ja, die Sprüche sind schon manchmal nice. Ohne Scheiß. Wenn man das Spiel auch anfängt, hat es ein paar lustige Sprüche. Benders Verteidigung, 13. Ich habe nix. Wir machen Essence Truck, der hat 5 und 10. Besser als nix. Kann wenigstens ein bisschen Damage machen. Und Pizza Overlord gegen Hanks, Hells, Spukhaus. Hanks. Kennt ihr Hanks? Das ist der große Bruder von Hanks. So. Bob's and Burger. Ich sag immer Bob's and Burger, ne? Bob's Burger eigentlich nur. Ich brauche jetzt nur noch Jean und das Match ist durch. Das Match ist danach durch. Es ist knusprig und durch und ich kann Bob's Burger nichts kombinieren. Schade. Weil das Alkoholbad ist kräftig. Das ist super kräftig. Guckt euch den Damage an, Alter. Der hat eine Dreiermauer. 17 HP. Gott, da kommt Bob's Burger nicht durch. Ich brauche schneller Jean. Braucht der Jean. Ich muss Jean einfach da drauf packen. Habe ich nicht. Ich kann nichts kombinieren. Die Kombos funktionieren hier alle nicht. Okay, das wird heavy. Brecht durch, Leute. Brecht durch. Ihr müsst da durchbrechen. Ein junger Hermes kommt noch dazu. Keine fusionierte Karte, aber Bob's Burger ist fast tot. Teddy. Teddy können wir kombinieren mit Bob's Burger. Was haben wir danach? 5 HP und 7 Damage. Reicht 7 Damage? Reicht vollkommen nicht aus. Wir machen Kunde Nummer 1. Das Alkoholbad wird die Bob's Burger kaputt machen, kriegen wir nicht aufgehalten. Aber solange die anderen Karten noch auf dem Feld sind, ist es ja auch nicht so schlimm, ne? So, Megan, kriegen wir hier Zyklusrad. Das Ding ist richtig abgespaced, Zyklusrad. So, Bam, Benders Verteidigung ist endlich durch. So, jetzt können wir Damage machen. Die Kämpfe werden echt übel, die werden echt interessant jetzt. Taktisch vor allen Dingen, man muss überlegen, was man macht. Nur weil diese Verteidigungskarte reingekommen ist, hat das ganze Ding geändert. Finde ich gut. Es war bisher immer recht einfach und jetzt kommt echt ein bisschen Würze rein in das ganze Matchprinzip, Matchmaking. Bender Level 3. Du bist glänzend und dehnbar. Was auch immer die damit meint. Was willst du dehnen bei dem? Das ist Bender. Der ist nicht dehnbar. Bender, ne? Bender ist ja etwas biegen. Ne? Schon wieder Essence-Rug. Gleiche Kombination wie vorhin auch. Wenn wir jetzt noch Jean bekommen, irgendwann... Wieso kriege ich so selten Jean in mein Deck?
Das ist eines meiner besten Kombos, Jean und irgendwas Burger-mäßiges. Dann kriegen wir echt ein gutes Ding. Aber die kommt einfach nie. Und der hat jetzt auch schon Planet Express Schiff. Megan aus der Zukunft hat 14 HP und 3 Mauer. Das wird auf jeden Fall Linda aufhalten. Aber seine rechts, die Karten, die werden nicht aufgehalten. Da kommt immer mehr dazu. Okay, Pizza Overlord. Das sind alles nur Kombo-Karten. So, Megan ist durch. Ach, Megan. Megatron ist durch. Der hat jetzt nur noch Mäuse draußen. Professor Hemsworth, machen wir jetzt schnelle Autos. Ist jetzt zwar nicht krass, aber hey. Muss nur durchbrechen. Nur ein paar Karten. Die anderen müssen nur defenden. Shit, der kriegt immer mehr. Kriegt immer mehr. Muss schneller. Muss schneller. Meine HP sinkt. Auto. Raus. So, komm, Bender. Jetzt mach ihn nicht kaputt. Geht doch. So. Ich habe seine Defense durchbrochen. Ich habe meine Defense aufgebaut. Die steht. Luen oder Mac? Mac nehmen wir ran. Zyklusrad. Oder Verteidigung. Boah, da macht Onkel Teddy macht 8 Damage. Shit, die muss auf Defense. Die drei Karten ganz rechts, die müssen es reißen. Die müssen es echt reißen. Ich habe nur noch 10 HP. Ich setze jetzt auch noch Teddy aus. Komm, Teddy. Ja, danke. Und zack, wir haben da was kaputt gemacht. Okay, okay, das wird super knapp, das Match. Holy shit. Ich hab's euch gesagt. Da ist Jean, endlich mal. Das dauert ewig, bis du kommst. So. Zack. SUV macht. Oh, ein Damage-Punkt noch. Ein Damage-Punkt noch. Shit. Ich hab noch 4. Bob's Burger, come on. Zack. SUV, du bist die einzige Chance, das Ding hier kaputt zu machen. Einfach durchbrechen. Ja. Ich sag's euch, die Matches werden echt knackig jetzt. Ich habe jetzt auch nicht den besten Level. Wir können jetzt auch gleich mal ein bisschen aufleveln. Lass uns auch mal das Pack-Opening machen. Vielleicht kriegen wir einfach bessere Karten. Dann wird es hier einfacher in der Arena zu pushen. So, Shop. Gehen wir rein. Rein. Sollen wir gleich das 22.000 Karten-Pack öffnen? Machen wir auch. 22 Karten. Bar auf die Kralle. Come on. Legendary. Meine erste Legendary wird diesmal dabei sein. Wenn nicht, stinke ich ab hier. Ohne Scheiß. Gewöhnliche Splitter-Kostüm. Restaurant. Zweites Mal Splitter. Bullock. Splitter. Espresso. Erstes Mal. Habe ich schon. Habe ich auch schon. Gab ich auch schon. Auch schon. Auch schon. Alles Karten, die ich schon habe. Kommt. Irgendwas. Irgendwas. Wo sind die seltenen? Will, habe ich auch schon. Essensreich habe ich schon. Burger Boss habe ich schon. Haley habe ich schon. Jean habe ich. Keine einzige epische. Echt jetzt? 22 Karten, keine einzige epische. Fuck, ey. Ich habe echt keinen Luck mit den Pack-Openings hier. Ich hatte einmal Luck, da habe ich die erste epische bekommen. Aber. Ich kriege hier wenigstens ein paar Aufgaben fertig. 50 Yanks und 20 Giggity Watts. Giggity, giggity, ne? So, wir können ein bisschen Karten-Upgrade machen wir jetzt auch, damit die einfach ein bisschen bessere Chance haben in der Arena. Lass uns auch mal eine Karte fusionieren, oder? Ich habe jetzt genug eigentlich seltene drauf. Jetzt machen wir mal Teddy hier auf Level 4. Und dann fusionieren wir das mit dem einen anderen Teddy da. Zack. Und die erste Kartenfusion. Booyah! Teddy plus Teddy ergibt Teddy. Und den können wir aufwerten und der wird schweineteuer zum Aufwerten. Ohne Shit. 30 Giggity Watts, nur für ein Level. Holy fuck, okay, lassen wir das mal. Okay, wir kriegen noch einen Job erledigt. Kaching, 500 Dinger. Okay, wir haben unsere erste fusionierte Karte, ist doch nice. Die andere können wir auch mal ein bisschen upgraden, damit die mithalten. Ne? Zum Beispiel hier Paintball mit Waffe. Ein mehr HP und 2 Handschuhe. Das könnte in der Arena ganz praktisch sein. Ein Mac machen wir auch noch hier auf Level 4. So, Kaching. Ah, und die Splitter können wir auch noch recyceln. Ne? Recycle, recycle und recycle. Kriegen nochmal 20 Giggity Watts. Machen noch ein Paket auf. Komm, das wird jetzt eine epische. Komm, Paket. Bam. Episch. Na, Mann, ey. Okay, lassen wir das Gold. So, die 9 seltenen Karten, die wir erhalten haben, ist alles, was ich schon habe. Da gibt's doch noch... Ich habe noch nichts aus Family Guy. Ich habe noch keine einzige Karte aus Family Guy, glaube ich. Nur sehr wenige. Family Guy. American Dad. American Dad habe ich noch nichts. Family Guy habe ich schon einige. Aber American Dad habe ich keine einzige Karte. Und ich kriege die 5 seltene, die ich alle schon habe. Was ist das für ein Fuck? Das Ding ist ja noch mehr getürkt als hier Clash Royale, ne? Wir werten noch Hermes auf Level 4. Wir können auch fusionieren für ein A4 und 12. Komm, wir fusionieren. Ja. Wir machen noch ein Hermes Level 2.
beziehungsweise Level 1 Hermes fusioniert. Und bringen dazu nochmal Jean in unser Deck rein. Ein dritter Jean wird bestimmt ganz gut, dann können wir den schneller rotieren. Guckt euch das an, nice. Hey. Lass ihn erstmal auf 4, ich könnte jetzt aber auch fusionieren für 2 mehr HP, wäre auch nicht schlecht. Aber ich habe lieber 3-mal Jean, damit die Kombos einfach schneller rotieren und besser rotieren. Ich will mal hier noch einen kleinen Adventure-Modus hier mal die Masterstufe auf Gold bringen. Ne? Desto öfter man die gleichen Level spielt, desto schneller, beziehungsweise desto besser wird was Ding Schüler Brian 26. Okay, sieht gut aus. Kriegt echt gute HP. Was ist das? Boost 3. Angriff der Karte steigt um 3 bei jeder Combo, die du spielst. Okay. Fast so gut wie Berauscht. Der Berauscht-Kombo, das ist das mit der Maske, ist einfach der beste in dem ganzen Spiel, wenn ihr mich fragt. So schnell wie die Attackpunkte. Was ist Attackpunkte? Jean und Burger Boss ist leider nicht das, was ich will. Deswegen spielen wir erstmal noch Jean aus. Cinderella Lewis ist natürlich auch nicht schlecht. Brian ist schon fast tot. Die hat eine 6er Anfeuerung, die Cinderella Lewis. What? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Okay. Das ist echt ungut. Anfeuer 6. Zufällig ausgewählten Karte um 6. Holy shit, der Damage ist real. Und jetzt hat Lewis 11. Alter, Cinderella Lewis ist OP. Ohne Scheiße, die ist super OP. Krippenbabys muss das Ding einfach kaputt machen. Come on, mach das Ding kaputt. Geht nicht kaputt. Es hat noch eins. Und noch eine zweite Cinderella Lewis. Ich habe das Match verloren, nicht gebraucht. Komm, nochmal. Ich hatte einfach nur Pech in der Rotation. Bob's Burger. Wenn jetzt noch Gina irgendwo dabei kommt, dann ist das Match hier over. Es ist vorbei. Es ist nur Mac. Ist egal. Zack. Den da grillen wir ein bisschen. Chris kommt auch raus. Oh, die sind ja doppelt fusioniert. Ne, sehe ich jetzt erst. Peter Copter geht nicht. Krippenbabys geht auch nicht. Mac hat keine Kombos. Was bist du für eine Scheiße? Okay, machen wir Elsas Fine Cousine. Cozy. Go, die haben echt krasse Karten inzwischen, die Gegner. Ne? Goldstufe ist übelst. SUV mit Megan haben wir was. Zyklusrad. Ist okay, machen wir. Dann kriegt unser Bobs und Burger 2 HP und wir brechen die erste Karte durch. Jetzt kommt Lewis, ist auch okay. Ist alles okay. Im Leben ist alles okay. Burger Boss Level 4, machen wir raus. Ups. Und wir kriegen da ein bisschen. Oh, eine Karte ist Kondom. Chris ist böse. Der hat 6er Mauer. Zyklusrad ist schon fast kaputt. Da ist Jean, endlich. Endlich. Gott, jetzt. Das war's. So, jetzt haben wir schon 10 Damage. Die nächsten paar Karten werden locker weggefegt. Wir spielen hier noch eine Defense aus. Eine Teddy. Das ist die fusionierte Teddy-Karte mit 14. Und da haben wir Sieg. Zack, kriegen wir unsere Kiste. Kriegen wir auch eine Karte vielleicht? Man kriegt so selten Karten, ne? Ich finde, man kriegt super selten Karten. Und kriegen den Goldmaster. Kaching. Alright, das ist der neueste Start in Animation Throwdown. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst mir einen Daumen hoch, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und ob ich das weiterspielen soll, weil ich weiß nicht, ob ich... Es gibt hier halt nicht so viel zu tun. Man spielt, man macht Pack-Opening, spielt Abenteuer, spielt Arena, versucht ein paar bisschen am Deck zu bauen und das kann ich halt immer wieder bringen und meinen aktuellen Stand zeigen. Wenn ihr Bock drauf habt, hinterlasst mir einen Daumen hoch. Hier oben rechts auf das i klicken, dann findet ihr die alten Folgen, falls ihr die noch nicht gesehen habt, falls ihr Bock auf das Spiel habt. Und gebt mir Flosse, flop!